Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und heute reden wir über ein Thema, nämlich das Trinkwasser und ob da Medikamentenrückstände und Hormone tatsächlich im Trinkwasser drin sind. Über das Thema hört man nichts, man weiß nichts, niemand redet darüber. Ich möchte heute das zum Thema machen und habe mir dazu einen Herrn eingeladen, der das ganz genau weiß. Bleiben Sie dran, nach dem Intro geht's los. Ja, und jetzt bin ich wieder da und mein Gast, den kennen Sie ganz bestimmt. Es ist nämlich ein Immuntoxikologe, ein Biologe. Es ist der Professor Dr. Stefan Hockerts. Ganz herzlich willkommen, lieber Stefan. Hallo. Inwiefern hast du dich in deinen Forschungsarbeiten denn mit Trinkwasser beschäftigt? Ich kenne dich ja in vielen anderen Zusammenhängen, wo dich unsere Zuschauer auch kennen. Aber Trinkwasser? Ja, da muss ich etwas ausholen. Ich bin seit etwa 2,5 Jahren mit einem ganz anderen Thema in die Öffentlichkeit gekommen. Und ich habe aber sicherlich 30 Jahre vorher schon Wissenschaft betrieben. Ja. Und unter anderem habe ich mich damit beschäftigt, wo denn die Arzneimittel, die wir tagtäglich einnehmen, die viele Menschen einnehmen, die sie regelmäßig einnehmen, wo die eigentlich verbleiben. Und da gibt es so einen schönen Spruch, dass für die Toxikologie und die Pharmakologie, das sind ja zwei Fächer, die ich ja auch vertrete, endete die Betrachtung immer beim Ausscheiden aus dem Menschen. Mhm. Also es gab so diese wunderschöne Handbewegung, die mein Pharmakologe früher mal gemacht hat. Wann endet unsere Betrachtung eines Arzneimittels? Da. Also gut, da konnte bei man der noch ziehen, bei der Kloschüssel. Ganz genau. Was dann passiert, war nie Thema. Und dann ist relativ in den Ende der 90er Jahren ist begonnen worden, dass ein Fach sich gründete, das nannte sich Umwelttoxikologie. Das gab es vorher nicht. Mhm. Und im Bereich der Umwelttoxikologie wurde dann irgendwann auch mal die Frage gestellt, ich erinnere mich, ich habe 1999 meine Antrittsvorlesung gemacht als C3-Professor in Hamburg. Und da habe ich mich dieses Themas angenommen. Das Thema hieß Arzneimittel im Trinkwasser. Mhm. Genau. Was jetzt gerade angesprochen wurde, das ist 23 Jahre her. Und es war ein ganz für mich auch neues, spannendes Thema. Antrittsvorlesungen sollen ja ein bisschen was mit dem eigenen Thema zu tun haben, aber auch eine gesellschaftspolitische Fragestellung bearbeiten. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe gesagt, okay, lass uns doch mal Trinkwasseranalysen machen. Was finden wir da eigentlich? Denn die Kläranlagen sind ja nicht darauf, oder die klassischen kommunalen Kläranlagen sind ja nicht darauf spezialisiert, in irgendeiner Weise gewisse Chemikalien rauszufiltern, sondern letztendlich sich mit den Exkrementen des Menschen zu beschäftigen. Und das ist ja schon eine Kunst, was sie da machen. Das ist schon Kunst. Mhm. Und die haben wir, glaube ich, auch ganz gut im Griff. Und das ist ja eine sicherlich eine hohe zivilisatorische Leistung, ne? dass wir in der Lage sind, eine Kanalisation zu haben, dass das alles aufgearbeitet wird und dass das Wasser, was dann in die Umwelt entlassen wird, zwar vielleicht noch mit Nitrat und Nitrit belastet ist, also mit Stickstoffverbindungen, aber im Grunde relativ sauber ist. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, es gab mehrere Informationsquellen. Es gab zum Beispiel in der Öffentlichkeit plötzlich die Diskussion, dass es nur weibliche Stichlinge Population gibt. Der Stichling ist so ein kleiner Fisch, ein Süßwasserfisch. Und da hat man so populationsbiologische Untersuchungen gemacht, hat festgestellt, dass 80-90% der Tiere weibliches Geschlecht haben. Das ist nicht normal. Ja, die Verweiblichung der Fische hört man auch im Bodensee. Genau. Und es gab mal eine Zeitschrift in der Schweiz, die ja darüber berichtet hat, es gibt keine Bergseen in der Schweiz mit männlichen Fischen. Mhm. Und der Fischereiverband muss es immer wieder aussetzen, aber die bis zum Herbst hin wieder verweiblichen. Richtig. Und das muss ja einen Grund haben. Mhm. Also es liegt ja nicht am sauberen Wasser oder vielleicht das Frauen ein schöneres Leben haben, das mag ja alles sein, sondern es hat einen biologischen Hintergrund. Und dieser biologische Hintergrund ist tatsächlich, dass wir Hormone im Trinkwasser finden, Östrogene, Estragol, also Substanzen, die einen Organismus sozusagen verweiblichen können. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo kommt das her? Wo, bitteschön, finden wir im Grundwasser, im Trinkwasser, im Fließwasser, in Bergseen, wo kommt das Östrogen daher? Und wie kommt es drauf? Wie kommt es rauf? Und da müssen wir wissen, dass diese Hormone eine sehr hohe chemische Stabilität haben. Die werden in der Umwelt kaum abgebaut. Und dann hat man sich natürlich darüber Gedanken gemacht, was ist eigentlich die Eintragsquelle?
Wie kommen die eigentlich in die Umwelt? Gut, da kann man natürlich erst einmal denken, okay, das sind Verunreinigungen durch die pharmazeutische Industrie, die stellen da irgendwas her und lassen das einfach rausfließen. Das ist falsch. Antibabypille, oder? Das haben Richtig. Wir doch seit Ewigkeit. So, Kontrazeptiva haben eine biologische Verfügbarkeit, und das ist jetzt wichtig. Also mein Pharmakologe früher sagte immer, der Mensch ist ein Rohr. Das heißt, ich schütte oben was rein, unten kommt es wieder raus. Damit hat er nicht ganz Unrecht. Das heißt, die biologische Verfügbarkeit eines Arzneimittels ist ja immer ein Thema, mit dem wir uns grundsätzlich beschäftigen. Und die biologische Verfügbarkeit, also Bioavailability, ist sozusagen der Begriff aus der Wissenschaft für ein Kontrazeptivum, sind 8-10%. Und das ist schon hoch. Manchmal sind es auch nur 2-5%. Das heißt, der Rest geht wirklich raus. Der Rest ist wirklich ein Rohr. Mhm. Das heißt, es wird oben reingeschüttet und geht unten unverändert wieder raus. Wenn jetzt unsere Betrachtungsweise so wie früher, also bei diesem Griff hier endet, dann interessiert uns das nicht. Wenn wir jetzt aber sagen, was passiert denn eigentlich damit? Wir entlassen das in die Umwelt. Es kommt in die Kläranlage. Es wird nicht in dem Sinne als fremd erkannt. Es gibt keine Bakterien, die es abbauen könnten. Dann geht es nicht nur in die Kläranlage, sondern geht auch aus der Kläranlage wieder, wie in einem Rohr, raus. Und so gelangen besonders stabile Substanzen, dazu gehören eben Hormone und Zytostatika. Also all die, die in der Krebsbehandlung eine Rolle spielen, auch die haben eine relativ geringe Bioverfügbarkeit von maximal 5-8%. Die gelangen dann in die Umwelt. Und also, das ist etwas, was wir nicht nur betrachten sollten, sondern da bin ich der Meinung, wir müssen es betrachten. Also wenn ich jetzt so ein bisschen provokativ sage, unser Trinkwasser ist eigentlich ein Medikamentencocktail, dann hat das in Spuren sicherlich seine Berechtigung, oder? Das hat in Spuren, also wir sind natürlich nicht so weit, also man kann das natürlich versuchen, ins Lächerliche zu ziehen, so ein wenig, dass man sagt, naja, ich brauche keine Arzneimittel mehr einnehmen, ich trinke einfach Wasser aus dem Wasserhahn. So ist es nicht. Aber es ist tatsächlich natürlich so, dass sich diese Substanzen in der Umwelt anreichern können. Und da spielen ja, hast du das vorhin angeschnitten, da spielt Wasser, Boden, Luft eine Rolle. Das sind ja die drei Bereiche, die wir uns immer anschauen müssen. Auch Luft. Natürlich, wie gelangt ein Östrogen in einen Bergsee? Da wird er ja nicht hochgepumpt. Das muss quasi über Verdunstung, über die Wolken wieder in irgendeiner Weise eingetragen werden. Ja, das heißt also auch dieses ganze Vorkommen, die Möglichkeit, dass das also ins Aerosol geht, muss betrachtet werden. Und das ist schon ganz spannend. Ach ja, das auch noch? Natürlich. Ja, logisch. Ja, es muss ja sozusagen in die Wolke hineinkommen. Ja, und das kann es ja nur über das Aerosol, also ja, wassergebundene Tröpfchen. Mhm. Und diese Betrachtungsweise und im Sediment müssen wir auch nachschauen. Und genau diese drei Bereiche, Wasser, Boden, Luft, ist dann in diesem Environmental Fate. Das ist sozusagen eine Grundlage, die dann auch die European Medical Agency, also die Europäische Zulassungsbehörde, Swissmedic genauso, die hat sich dann auch sofort angeschlossen, in ihrem Programm zur Nachverfolgung von Arzneimitteln ist das dann Anfang der 2000er Jahre aufgenommen worden, dass man sagt, es interessiert uns nicht nur, wo das im Menschen verbleibt. Es interessiert uns nicht nur, welche Nebenwirkungen da entstehen. Es interessiert uns auch nicht, wie eine Pharmakokinetik ist. Das interessiert uns auch alles. Aber es interessiert uns jetzt auch, was passiert eigentlich, wenn es den menschlichen Körper verlässt? Mhm. Wo in der Umwelt verbleibt das eigentlich? Wo kann es abgebaut werden? Und das muss jetzt für alle neue Arzneimittel, muss das grundsätzlich gemacht werden. Environmental Fate, also das Schicksal eines Produktes in der Umwelt. Das ist jetzt neu. Das ist seit etwa 20 Jahren eine Grundvoraussetzung für die Zulassung von Arzneimitteln. Ja, aber es wird ja immer noch am gleichen Ort enden, oder? Wenn 8% aufgenommen wird, 92% ausbezieht, dann geht es ja wieder ab in die Kläranlage. Mit denen habe ich gesprochen, die sagen mir, also Hormone und Medikamentenrückstände, da können wir nichts machen. Mhm. Das geht weiter. Und jetzt, was nützt jetzt das seit 20 Jahren? Ja, zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, wo zum Beispiel ein Diclofenac, was ja sehr häufig benutzt wird, entweder als Salbe, ne, und ich trage es auf die Haut auf, hinterher dusche ich mich, also ist das im Abwasser. Mhm. Oder auch, dass Arzneimittel weggeworfen werden zum Beispiel. Also alleine, dass ich ein Empfinden dafür habe, dass ich ein Arzneimittel nie in den Hausmüll geben darf, sondern ich sollte es in die Apotheke zurückbringen. Zur fachgerechten Entsorgung. Ganz wichtiger Punkt.
Also Abfalleimer wird verbrannt, dann geht es in die Luft, oder? Das ist auch ein Thema, was nicht optimal wäre, oder? Nein, ich kann natürlich Arzneimittel fachgerecht entsorgen, indem ich zum Beispiel auch Hormone, die ich durchaus biologisch abbauen kann, ich auch chemisch abbauen kann, das ist möglich. Mhm. Nur, das ist richtig, dass die Kläranlagen dazu selber nicht in der Lage sind, dafür nicht ausgelegt. Die haben eine ganz andere Aufgabe. Mhm. Industriekläranlagen zum Beispiel sind dazu in der Lage und die können das auch. Da wird ja auch sehr darauf geachtet, dass bei den Industrieabwässern, zum Beispiel aus der pharmazeutischen Industrie, eben gerade diese Substanzen nicht freigesetzt okay. werden. Deshalb ab in die Apotheke mit Medikamenten so ist Rückgabe. Es, dass die entsprechend dort fachgerecht entsorgt werden können. Das Bewusstsein dafür zu schaffen. Also eine solche Regelung, wenn wir jetzt sagen, wir müssen das Schicksal eines Arzneimittels in der Umwelt kennen, dann bedeutet das zunächst einmal nicht, dass wir sofort Abhilfe schaffen. Wichtig ist, dass wir das Problem zunächst einmal erkannt haben, dass wir uns damit überhaupt beschäftigen. Mhm. Und dann natürlich die Forderung stellen, verwendet bitte Grundsubstanzen, die eher biologisch abbaubar sind. So, jetzt wird es natürlich schwierig beim Kontrazeptivum, müssen es Hormone sein? Es geht nicht anders. Mhm. Und da, das ist sicherlich eine offene Frage, die ist bisher nicht beantwortet worden, was man denn tatsächlich dort auch im richtigen Leben machen kann. Ich kann ja nicht verlangen, dass man das zu Hause getrennt aufbewahrt, wenn das durch den Körper durchgegangen ist. Das kann ich nicht erwarten. Das ist nicht möglich. Ich kann aber darüber nachdenken, ob eventuell man Östrogene oder Gestagene, die dort benutzt werden, so chemisch aufbaut, dass sie eher in der Umwelt zerfallen. Das ist schon eine Forderung, die ich dann stellen kann an ein Produkt. Und das kann dann auch wieder vermarktet werden. Ja, ich kann, wenn ich dieses Bewusstsein habe, dass die Arzneimittel im Trinkwasser in der Umwelt landen, weil ich so eine geringe Bioverfügbarkeit habe, kann ich zwei Wege gehen. Entweder es muss biologisch abbaubar sein oder, ganz wichtiger Weg, ich muss mich um höhere Bioverfügbarkeit kümmern. Bedeutet im Umkehrschluss, dass ich für die gleiche Wirkung im Organismus viel weniger Material benötige. Also eigentlich mit dem Ziel 8% schlucken, 8% aufnehmen. Richtig. Also eine Verfügbarkeit, Bioverfügbarkeit um Faktor 10 anzuheben. Mhm. Dann brauche ich aber auch nur die zehnfache Menge. Mhm. Und das sind sicherlich Fragestellungen, die haben was mit Galenik zu tun. Also wie verpacke ich das Ganze? Wie verpacke ich ein solches Arzneimittel, dass es aufgenommen werden kann? Es hat etwas mit Pharmakokinetik zu tun. Wie verteilt sich das im Körper? Wo soll das eigentlich wirken? Wenn wir uns heute anschauen, dass die Chemotherapie, die ich ganz persönlich für eine uralte, das habe ich auch meinen Studenten immer gesagt, eine uralte Art und Weise der Krebsbehandlung erkenne. Was macht die denn? Sie schlägt sich teilende Zellen tot. Das ist derartig. Ist doch Senfgas, oder? Das ist grob. Mhm. Denn sich nur teilende Zellen totzuschlagen, damit erwische ich alle anderen Zellen, die sich auch teilen. Klar. Und ich belaste den Körper damit. Und ich möchte ja nur den Tumor erreichen, der meistens ja lokalisiert ist, der sich in der Leber, in der Lunge, in anderen Organen widerspiegelt, in der Niere. Und dort möchte ich sozusagen eine hohe Konzentration mhm. haben. Das wird ja schon gemacht mit punktueller Chemotherapie. Ne? Es gibt punktuelle Chemotherapien, es gibt zielgerichtete Art und Weise. Es gibt ein Produkt, was in Liposomen verpackt wurde, um zum Beispiel mit dem Liposom, also mit dieser Membrankugel, es zu schaffen, dass es eher in ein Organsystem hineingeht mhm. und dort verbleibt. Das ist nicht einfach. Also Galenik und Pharmakokinetik sind ganz, ganz schwierige Aufgaben. Es bedarf langer Zeit. Aber das ist die Zukunft. Das ist ja eigentlich die Lösung für ein großes Problem. Das ist richtig. Es ist aber nicht nur die Lösung für das Problem der Umwelt, womit wir angefangen haben, sondern ich erachte es auch als eine große Chance, Menschen nicht mit einer Substanz überschwemmen zu müssen, um in einem kleinen Bereich des Organismus eine Wirkung zu erreichen und ich den ganzen Körper mit dieser Substanz überschwemmen muss, sondern sich viel mehr Gedanken zu machen über eine Therapie, die wirklich da ansetzt, wo sie ansetzen soll. Und wenn wir jetzt über Tumortherapie sprechen, wir kommen da jetzt auf ein bisschen anderes Thema, aber dann sind wir ganz schnell im Bereich der individuellen Therapie. Jeder Tumor ist so individuell, wie sein Träger individuell ist. Mhm. Und das heißt, ich muss es auf die Person zuschneiden. Und das kann ich eben im Prinzip nur, indem ich mir genau Gedanken darüber mache, wie verteilt sich die Substanz im Organismus, wie kann ich sie zielgerichtet einsetzen und wie kann ich so wenig wie möglich verwenden, damit es eben genau das nicht gibt, dass der Organismus mit unnützen Mengen überschüttet wird. Und jetzt kommen wir wieder zur Umwelt,
die dann quasi unverändert ausgeschieden werden, völlig unnütz, haben im Körper nichts gebracht, aber in der Umwelt können sie deutlichen Schaden anrichten, Zytostatika genauso, weil sie eben auch so chemisch stabil sind. Wenn ich jetzt aber gleich bei der Umwelt bleibe und jetzt auch mal schaue, wie im Ganzen im Bereich Pflanzen, Düngermittel, Glyphosat heutzutage doch sehr, sehr großzügig gearbeitet wird, dann ist doch da eigentlich die genau gleiche Chemie letztendlich irgendwo am Wirken, die nicht über die Kläranlagen gereinigt werden können. Das geht ins Grundwasser und das kommt immer wieder aus dem Trinkwasser. Gut, das ist die, ein anderes Thema. Es ist eine Industrialisierung der Lebensmittelherstellung, weil wir immer größere Mengen uns herstellen wollen, möglichst günstig. Mhm. Wer ist denn bereit? Ich mache das immer gerne am Tee fest. Wenn ich einen Tee mit der Hand sammle, dann kostet eine Tasse Tee, übrigens hier am Bodensee gibt es ein Unternehmen, die machen das, mit Löwenzahn zum Beispiel, da kostet eine Tasse Tee im Prinzip nachher 4-5 Franken. Der Mensch ist es eigentlich nicht bereit, dafür auszugeben. Der gibt für eine Tasse Tee, wenn es hochkommt, 40-50 Rappen aus. Mhm. Und dann muss er industriell hergestellt werden. Es kann sonst nicht funktionieren. Industrielle Herstellung bedarf natürlich Maschinen auf der einen Seite und eben Dünger, großzügiger Einsatz von Düngemitteln, von Bioziden, von anderen Substanzen, um mir die Arbeit zu erleichtern. Ich glaube, dass wir bei den Lebensmitteln, also wenn wir darüber jetzt sprechen wollen, dass wir bei den Lebensmitteln und bei dem Einsatz von Giftstoffen in der Produktion von Lebensmitteln zunächst einmal bei den Menschen einen Grundgedanken dahingehend ändern müssen, dass Lebensmittel Geld kosten, dass es das nicht umsonst oder zu kleinen Preisen gibt, sondern dass die Herstellung von Lebensmitteln ein unglaublich hohes Gut ist, wo wir bereit sein sollten, Geld für auszugeben. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die geht dann einher damit, also da spreche ich sicher den Schweizer Bauern auch für sie ein. Also ich komme ja selber aus dem Berner Oberland und ich sehe, wie da tatsächlich noch versucht wird, ein Simmentaler Rind so zu halten, dass es tierwürdig gehalten wird. Eben nicht in engen Ställen, sondern Klar. Die haben ihren Auslauf, die haben ihre freie Natur, die sind auf der Oberalp. Das kostet alles irres Geld. Das schlägt sich und muss sich natürlich auch nachher niederschlagen im Verkaufspreis. Klar. Das ist doch ganz klar. Ja. Aber ich möchte schon beim Trinkwasser bleiben. Aber wir haben ja die Giftstoffe jetzt einerseits beim Menschen, die wir reinnehmen, wo zum großen Teil ausgeschieden werden. Wir haben sie bei der Tierhaltung, wir haben sie in der Landwirtschaft. Und es endet eigentlich alles beim Trinkwasser. Mhm. Und hier sind einfach Grenzen gesetzt. Und was ich einfach immer wieder höre, ist, im Volksmunde, auch unser Schweizers, unser Trinkwasser ist sauber. Oder der andere sagt, ich habe eine Bergquelle, da ist alles frisch und rein, da ist alles sauber. Aber das ist ein Irrglaube. Das ist leider ein Irrglaube. Wir finden mittlerweile im Eis der Antarktis, in der Arktis finden wir Giftstoffe, die eingetragen werden. Die Analytik ist natürlich auch besser geworden. Mhm. Und ich bin zwar Toxikologe, aber ich bin kein Apokalyptiker. Mhm. Und ich denke immer, dass wir auch Augenmaß besitzen sollten. Wir sollten wissen, was dort passiert. Wir sollten den Eintrag so gut es geht reduzieren. Das ist eben, dass ich eine Guideline befürworte, eine Richtlinie, die sich zum Beispiel mit dem Verbleib von Arzneimitteln in der Umwelt beschäftigt. Großartig, super. Ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und dass wir die Verantwortlichen, in dem Sinne also den Hersteller, immer auffordern, auch das im Blick zu haben. Aber auch in der Tierhaltung und letztendlich in der Nahrungsmittel. Auch bei Tierarzneimitteln. Bei Tierarzneimitteln ist es schon viel länger her, dass wir das machen. Also bei der Benutzung von Arzneimitteln bei Nutztieren zum Beispiel haben wir einen ganz klaren Bezug, wann die abgesetzt werden müssen, bis das Tier dann geschlachtet wird oder in den menschlichen Verzehr kommt. Da gibt es ganz klare Vorschriften. Was die Umwelt anbelangt, die ist lange Zeit eben nicht im Auge gewesen. Da hat man nicht drauf geachtet. Und ich denke schon, dass man jetzt oder in den letzten 20 Jahren begonnen hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und Wissenschaft ist ja nicht schnell. Wissenschaft ist immer, baut sich immer nach und nach auf. Und es muss sich natürlich auch durchsetzen, beim Hersteller auf dieses Thema zu achten. Und im Moment ist es so, dass der Hersteller zum Beispiel eines Arzneimittels, muss sich zwingend darüber Gedanken machen, Ökotoxikologie, Umwelttoxikologie zu machen. Es gibt dort vorgeschriebene Studien mittlerweile mit Fischen, mit Daphnen, also mit diesen Lebewesen, die im Wasser leben, mit Erdwürmern. Also es ist ein ganz, ganz spannender Forschungszweig geworden, wo man untersuchen muss, wie wirkt sich das auf Lebewesen aus im Wasser, im Boden und in der Luft. Mhm. Und allein dieser Anspruch, dass man den hat,
dass man das in das Zulassungsdossier mit reinschreiben muss, bewirkt, dass sich der Hersteller darüber Gedanken macht und sagt, vielleicht können wir ja an dem Molekül nochmal was verändern, oder an der Darreichungsform was verändern, dass A, die Bioverfügbarkeit höher wird und dass die Umweltverträglichkeit besser wird. Mhm. Das sind kleine Schritte, aber genau in die richtige Richtung. Du hast zwar gesagt, du bist kein Apokalypsiker oder wie man was sagen will, finde das auch wichtig. Aber wenn wir es nicht machen, ich meine, wir spielen doch ein bisschen Gott, wir haben keine Ahnung, was wir tun. Wir kriegen ein Wasser, wir kriegen Lebensmittel, die mit Fremdstoffen, mit Chemien versehen sind. Und wir wissen eigentlich nicht, was das langfristig in unserem Körper macht, oder? Das ist richtig. Wir wissen insbesondere nicht, was es zusammen macht. Das ist also wir sind in der Toxikologie leider noch nicht so weit. Und ich glaube auch nicht, dass ich das, ich möchte alt werden, aber ich glaube nicht, dass ich das erlebe, dass wir mal beginnen, einen Gesamtzusammenhang vieler Gifte uns anzuschauen, die ja miteinander interagieren in unserem Organismus. Im Moment sind wir dabei, uns immer Einzelgifte anzuschauen. Nitrosamine, wo treten die auf? Auch unter anderem im Trinkwasser, welche Auswirkungen können die auf den Organismus haben. Dann sind wir schon maximal dabei und sagen, wir haben verschiedene Eintragsarten von Nitrosaminen. Wir haben das Trinkwasser, wir haben Lebensmittel, ne? Also wenn ich zu scharf anbrate zum Beispiel, dann habe ich das auch drin. Es wurde sogar gesagt, es sei ein Bier, wie grässlich. Wenn man gerne Bier trinkt, ist das sehr unangenehm. Also wir haben verschiedene Eintragsarten. Schon da sind wir jetzt eher im Beginn darüber nachzudenken, wie könnte das im Organismus sich akkumulieren und schauen uns das an. Nein, wir betrachten im Moment eigentlich, wie viel ist im Trinkwasser und machen einen Grenzwert. Der bezieht sich aber nur aufs Trinkwasser. Nicht, dass wir sozusagen die ganze Bandbreite wissenschaftlich uns anschauen und sagen, welche anderen Eintragsarten im Organismus haben wir denn noch? Und darauf sozusagen einen Grenzwert festlegen. Ich hatte gerade hier eine ganz wertvolle Sendung gemacht mit dem Dr. Simon Feldhaus von der Paramed und hat mir gesagt, wir wissen, wenn wir Medikamente geben, die Nebenwirkungen, bei zwei manchmal auch, aber bei drei ist dann fertig. Richtig. Also wenn jemand wirklich mehrere Medikamente nimmt, dann ist das ein Cocktail, wo eigentlich keine Ahnung ist, was passiert. Das ist leider so. Und das ist ja... Und das gilt für die Giftstoffe genauso. Ist ja auch verrückt, oder? Da frage ich mich, was ist da für eine Verantwortung da, wenn man einem Patienten drei verschiedene Medikamente gibt und nicht weiß, wie die miteinander interagieren? Also wir kennen sicherlich schon eine ganze Reihe von Wechselwirkungen, aber die Vielzahl, das potenziert sich dann ja, die Vielzahl der Kombinationen, die dort möglich sind, die alle abzuchecken, ist schon schwierig. Und ich kenne Leute, die nehmen 7. Ah ja. Das explodiert ja in den Möglichkeiten. Explodiert in den Möglichkeiten. Und da gibt es natürlich ganz viele Erfahrungswerte. Es gibt Kontraindikationen, wo wir sagen, also diese Kombination aus Medikamenten darf auf gar keinen Fall geschehen. Aber da wird täglich dazugelernt. Deshalb sind ja die Meldungen von Nebenwirkungen so ungeheuer wichtig. Und dass dann auch damit erfasst wird, was hat denn der Patient insgesamt eingenommen, dass man es nicht nur auf ein Arzneimittel betrachtet, sondern dass man dahergeht und sagt, was für ein Cocktail hat er denn eingenommen? Und bei den Giftstoffen ist es ähnlich. Und ich hab das deshalb gesagt, die Toxikologie neigt dazu, immer so eine Apokalypse zu malen. Wir sind umgeben von Gift und eigentlich dürften wir gar nicht mehr leben. Wir leben aber noch. Wir sitzen jetzt hier gemeinsam zusammen und uns geht es relativ recht gut. Und obwohl wir ständig von Giften beschossen werden, das ist wahr. Und deshalb halte ich es, das sage ich auch ganz oft zu meinen Kollegen, unsere Aufgabe ist nicht nur zu beschreiben, welche Resultate diese Gifte in unserem Körper anrichten können, sondern unsere Aufgabe ist es aber auch, mit Augenmaß daherzugehen und zu sagen, mit welchen Giften können wir umgehen. Und das auch Schadstoffe für unseren Organismus wichtig sind. Dazu gibt es immer eine wunderschöne Geschichte. Ich hoffe, ich darf sie jetzt noch erzählen. Das war eine einmalige Situation nach der deutschen Wiedervereinigung 1989. Und da hat die GSF, das Gesellschaft für weiß gar nicht, wie sie hieß, GSF, egal, hat eine Forschungsaufgabe gestellt, und zwar war das Allergieentstehung bei Kindern. Und dann hatte man zwei Populationen von Kindern ausgewählt. Einmal aus dem Münchner Süden. Alles sauber,
alles rein. Also wirklich, ne, vom Feinsten, wo man also wirklich schön leben kann und wo es keine Gift und keine Umweltprobleme und nichts gibt. Da wird also der Sandkasten jeden Tag einmal, ne, durchgearbeitet, dass das alles hübsch sauber ist und alles ist wirklich clean. Auch in der Umwelt ist alles wirklich clean. Und als Vergleichspopulation hatte man Kinder aus Bitterfeld. Da ist chemische Industrie gewesen ohne Ende. Da war eine Umweltverschmutzung auch heute noch zu sehen. Leunawerke, ne? Also die ganzen, da wurden Lacke hergestellt, Farben hergestellt. Also unglaubliche Umweltbelastungen, Umweltverschmutzung. Und dann hat man sich Populationen von Kindern genommen, ich glaube, es waren jeweils 300, und hat dort Allergiehäufigkeit untersucht. So, wenn ich das jetzt erzähle, also ich hätte ist klar, was dabei rauskommt. Man hätte erwartet, dass die Kinder, die in dem gesunden, reinen Bereich aufgewachsen ist, weniger Allergien haben, als die Kinder, die sozusagen in der dreckigen Umwelt groß geworden sind. Nein, genau andersrum. Mhm. Ich hatte bei den Kindern mit den starken Belastungen in der Umwelt, mit Wasserbelastung, mit dreckigem Trinkwasser, hatte ich eine geringere Häufigkeit von Allergien, als bei den Kindern, die in diesen klinisch sauberen Bereichen groß sind. Du machst gerade ein großes Fass auf für eine neue Sendung. Ja, gerne. Weil letztendlich ist es ja wirklich auch Immunsystem stärkend, wenn man wirklich nicht alle Viren, Bakterien und Würmer und weiß Gott was immer vom kleinen Kind weghält. Ja, so, es ist ein schmaler Grat, auf dem wir uns immer bewegen müssen. Ja, ja. Und das meine ich damit. Wir bewegen uns in unserem ganzen Leben immer auf dem schmalen Grat zwischen dem, was wir aushalten, den Giften und den Viren und den Bakterien, die wir benötigen und die auf der anderen Seite uns irgendwann mal krank machen können. Und auf diesem schmalen Grat bewegen wir uns, aber Entschuldigung, bewegen wir uns schon seit 30 Millionen Jahren. Wir können das. Und das Vertrauen darin zu haben, dass unser Immunsystem das schafft, dass wir lernen müssen von der Umwelt, ist jetzt nicht ein Plädoyer, dass wir alle Gifte einfach in die Umwelt ausbringen. Aber wir werden unsere Umwelt nicht giftfrei bekommen. Definitiv nicht. Ja, aber irgendwie traurig, wenn wir es nicht hinkriegen, denn ich weiß, wenn diese Interaktionen von Medikamenten und in unzähligem Maße irgendwie über das Trinkwasser oder über Lebensmittel zu uns kommen, dann weiß ich nicht, was letztendlich im Körper der Menschen passiert. Die Verweiblichung der Männer, Unfruchtbarkeit der Männer, vielleicht gibt es da Zusammenhänge, wir wissen es alle nicht. Wir wissen, dass Glyphosat alles andere als gesund ist und trotzdem ist es taxiert worden. Die Franzosen verbieten es, sagen, bei uns kann ja kein Glyphosat. Wir sagen, bis 2025 ist es noch gesund, dann wird es gefährlich. Da wird meiner Erachtens einfach komische Dinge getrieben. Aber was ist die Lösung? Reicht eine Umkehrosmose, um das Wasser zu filtrieren? Das ist in dem Fall der Hormone, der Zytostatika, wäre das eine Lösung, sowas zu machen. Noch einmal, ich sehe die Gefahr durchaus, aber ich möchte sie jetzt nicht so darstellen, dass man um das Trinkwasser einen großen Bogen macht in der Schweiz. Ich bin viel rumgekommen, ich war ganz viel in Zentralasien unterwegs. Wir sind eines der wenigen Länder, wo aus unserem Wasserhahn wirklich noch trinkbares Wasser rauskommt. Ich weiß, es klingt jetzt immer etwas seltsam, wenn man dahergeht und sagt, woanders ist es noch viel schlimmer, seid mal froh, wie ihr es habt. Aber Trinkwasser ist ein rares Gut. Und sicherlich sollten wir darauf aufpassen, aber wir müssen es auch nicht übertreiben. Also glaube ich, dass wir diesen Weg gehen, pass auf dieses Gut auf. Da ist schon viel Unheil passiert. Zytostatika, Hormone haben dort nichts zu suchen. Sie versuchen herauszubringen mit den Maßnahmen, die ich vorhin beschrieben habe. Sei es, dass ich die Bioverfügbarkeit im Körper erhöhe, sei es, dass ich die biologische Beständigkeit in der Umwelt verringere. Das sind die beiden Tendenzen, die ich da habe. Aber auf der anderen Seite haben wir immer, leben wir hier wirklich auf der Insel der Glückseligen, was das Trinkwasser anbelangt. Klar, natürlich, zweifellos sind wir da super aufgehoben. Und es wird ein Gut sein, ich sage mal, in der Vergangenheit hat man Kriege um Öl geführt. Und ich habe so das Gefühl, dass man in naher Zukunft ein Kriege um Trinkwasser führen wird. Das hört man leider immer wieder. Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Wir haben ja gesagt, wir machen mal noch eine Sendung, vielleicht wo auch über ein bisschen liebevoller miteinander umzugehen ist, auch zwischenmenschlich. Ich denke, dieses Thema müsste man vielleicht auch mit der Natur genau gleich sehen, dass wir auch liebevoller mit der Natur umgehen und das wirklich auch ein bisschen mehr ins Bewusstsein führen.
In diesem Sinne, herzlichen Dank für dieses sehr schöne Gespräch, lieber Stefan. Danke herzlich. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, ihr konntet Ihnen ein bisschen spiegeln, dass da tatsächlich auch im Medikamenten Rückstände tatsächlich auch im Trinkwasser drin sind und dass es auch sehr, sehr schwierig ist, das alles rauszuholen. Aber dass es Wege gibt in der Wissenschaft, hier Verfahren einzusetzen, die die Bioverfügbarkeiten erhöhen, sodass die Dosierungen kleiner sind oder eben die Abbauzeit von Medikamenten in der Natur verkürzt werden. Das hatte ich nicht gewusst und das erfreut mein Herz sehr, dass hier die Tendenz da ist. Wird sicher sehr geldintensiv sein, aber wenn das die Zukunft bringt, dann haben wir hier wirklich eine gute Lösung. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.